So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die SCD AFK Leipzig vor 6.610 Zuschauern. Halbzeitstand 11:10, Endstand 21:21. Unentschieden, die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste. Andreas Rojewski mit 8 Toren, 4 Tore durch Lukas Binder. Und der erfolgreichste Werfer auf Seiten des SC Magdeburg, Robert Weber mit 8 Treffern, sowie Michael Damgaard 5 Tore. So, mit diesen kurzen statistischen Werte, wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Christian Prokop und bitten um sein Statement zu diesem Spiel. Ja, hallo. Ich bin erleichtert, dass wir hier einen Punkt mitnehmen können, der sich natürlich für uns super anfühlt. In Magdeburg beim ersten Heimspiel vor vollem Haus ist das mit Sicherheit eine Mammutaufgabe, auch aufgrund unserer Personaldecke, da 60 Minuten in dem Hexenkessel zu überstehen. Das hat die Mannschaft super taktisch, super cool gelöst in jeder Spielphase. Auch wenn wir sicherlich heute nicht das schnellste, das attraktivste oder vielleicht auch das effektivste Spiel hingebracht haben. Aber das war zweitrangig. Es war heute wichtig, dass wir geduldig unsere Angriffe richtig ausspielen und dort halt effektiv abschließen. Wie gesagt, das haben wir über Phasen richtig gut gemacht und schaffen es auch die kritische Phase vor der Pause und nach der Pause, wo Magdeburg die Chance hat, die Halle hier richtig zum Kochen zu bringen, haben wir geschafft, das zu verhindern, dran zu bleiben und können uns in so eine spannende Schlussphase, die für uns als Auswärtsmannschaft ganz wichtig ist, reinbringen. Mit noch mehr Effizienz, mit dem einen oder anderen schnelleren Heraustreten gegen Damgaard können wir uns auf 2, 3 Tore vielleicht sogar absetzen und wir kriegen vielleicht nochmal ein Erlebnis wie letztes Jahr, auch von der Psyche, aber so dreht sich es ein bisschen anders drum und deswegen ein Riesenkompliment, dass wir bis zum Ende dort ganz diszipliniert diese Chance und dann damit auch den 7 Meter herausgespielt haben. Ich möchte Jens Wortmann hervorheben aus der Mannschaftsleistung, der unglaublich in der Hitze konzentriert geblieben ist und zweite Halbzeit gerade auch gegen Rechtsaußen starke Paraden gezeigt hat. Und ich möchte natürlich auch Andreas Rojewski hervorheben, der uns immer wieder in richtigen Momenten geholfen hat, ob erste Halbzeit, aber auch zweite Halbzeit mit seinen Hüftwürfen, gerade bei Zeitspiel. Das waren immens wichtige Treffer aus einer guten Mannschaftsleistung. Dankeschön, Christian. Bennett, deine Lage zum Spiel. Auch von mir erstmal ein Hallo in die Runde. Herzlichen Glückwunsch zum Punkt, Christian. Natürlich auch zum verdienten Punkt zum Schluss. Ich habe das Gefühl, dass wir relativ gut in dieses Spiel gekommen sind. Wir hatten uns vorgenommen, sehr, sehr gut zu verteidigen, sehr kompakt zu verteidigen. Hatten die Variante mit dem 7. Feldspieler auf dem Schirm, hatten uns darauf vorbereitet, hatten uns einen Plan gemacht, wie wir diese unterste Situation für uns entscheiden wollen. Sind stabil in der Deckung. Was uns so ein bisschen aus der Ruhe bringt, sind die langen Angriffe. Wenn Leipzig dann den ersten Angriff gleich, ich glaube, 1 Minute und 10 Sekunden ausspielt und wir dann hektisch werden nach Ballgewinnen und versuchen gleich ein Gegentor zu erzielen und nicht diese Ruhe vielleicht mal mitnehmen, nach 1 Minute in der Abwehr stehen, auch mal etwas längere Angriffe zu spielen, uns Chancen vielleicht noch besser zu erarbeiten, geht uns das Spiel schon in der ersten Halbzeit besser von der Hand. Wir lassen uns da ein bisschen, ich will nicht sagen einschläfern, aber die Ruhe nehmen, werden dann hektisch im Tempospiel. Unsere zweite Welle, dritte Welle, schnelle Mitte, funktioniert das ganze Spiel überhaupt gar nicht gut. Kommen nicht in unsere vermeintliche Stärke Tempospiel und tun uns dann über 60 Minuten schwer, in dieses Spiel zu finden. So ein Knackpunkt ist sicherlich der Angriff kurz vor der Halbzeit, wo wir einfach einen klaren Wurf erzwingen wollen. Wir haben 10 Sekunden auf der Uhr und wollen einfach aufs Tor werfen und nicht den Ball direkt in die Hände der Leipziger geben, um nochmal einen zu bekommen. Das tut taktisch gesehen sicherlich weh, sollte uns aber auch nicht total durcheinander bringen oder verunsichern. Kommen aus der Halbzeit raus, sind fokussiert, aggressiv, kommen ins Spiel, gewinnen die Halle für uns und verlieren dann in der 45. Minute
wirklich den Faden. Und dann können wir das Spiel auch verlieren, kommen dann über eine kämpferische Leistung nochmal ran und haben auch die Chance, zum Schluss dieses Spiel für uns zu gewinnen. Und da habe ich, schön Christian, eine andere Meinung. Ich weiß nicht, ob der 7 Meter wirklich rausgespielt ist. Also die Szene muss ich mir nochmal angucken. Im ersten Moment wusste ich nicht, warum es dort 7 Meter gibt. Ich habe eine Vorstellung, weshalb das regeltechnisch funktionieren kann. Aber dafür ging das einfach alles so schnell, diese Rudelbildung, um dort was zu sehen. Aber das ist auch das Spiel. Haben wir vielleicht die Chance, nochmal 15 Sekunden uns einen Ball zu erkämpfen, nicht einen 7 Meter. Ja, hätte. Ist enorm schade für uns, weil wir uns sehr, sehr viel vorgenommen hatten heute. Erstes Heimspiel, volles Haus, fanatische Zuschauer. Meine Mannschaft hat zu 100% gekämpft. Wir müssen in manchen Situationen einfach noch den Kopf behalten. Ja, wir müssen ruhiger bleiben. Ich glaube einfach, dass man jetzt auch relativ schnell schon sehen kann, dass uns dieser Olympiazyklus nicht gut getan hat. Wir müssen mehr tun als vielleicht andere Mannschaften in nächster Zeit, um schneller unseren Rhythmus zu finden, die 5 Rückkehrer wieder einzubauen in unser System, in die Philosophie, die der Verein hat, um dann auch wieder erfolgreich zu sein. Vielen Dank erstmal. Dankeschön, Bennett Wiegertz, der Manager vom SCDFK ist auch da. Carsten Günther, vielleicht noch dein Eindruck zum Spiel? Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Bin immer noch fix und fertig. Das war ein richtig packendes Derby, irgendwie mit allem, was man sich so vorstellen kann. Kampf, gewisse Härte mit drin, Spannung bis zum Schluss. Da nochmal schöne Grüße an Sport 1 bei der Spielauswahl. Das kann man sich gerne nochmal überdenken. Das ist heute einem riesen Publikum vom MDR verwehrt geblieben, das Spiel live zu verfolgen. Das ist schade. Aber die hier in der Halle waren, sind voll auf ihre Kosten gekommen. Riesenkompliment an unsere Mannschaft, die wir hier vor so einer lauten und Bennett hat schon gesagt, fanatischen Kulisse den Kopf oben gelassen haben, wie wir hier bis zum Schluss durchgezogen haben. Und nochmal, wir müssen die Sachen für uns immer einordnen. Wir spielen hier gegen 5 Olympiateilnehmer, die mit einer Medaille nach Hause kommen. Das spricht für eine gewisse Qualität, die auch Magdeburg die nötigen Punkte sicher dann noch irgendwann bringen wird. Und da haben wir heute sensationell dagegen gehalten und um jeden Millimeter gefightet. Bin ich sehr, sehr stolz, dass ich mit dabei war. Danke. Danke, Carsten. Ja, Steffen Stiebler. Ja, eigentlich hat Benno eigentlich wirklich alles schon gesagt. Ich glaube, das Wichtigste war, dass die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat, dass sie gekämpft hat bis zur letzten Sekunde. Ich sage mal, mit ein bisschen Glück gewinnt man das Spiel noch, aber gleichzeitig, wenn man den Spielverlauf auch in der zweiten Halbzeit sieht, muss man vielleicht auch mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben gesehen, dass noch viel Luft nach oben ist. Da werden wir sicherlich auch die nächste Zeit versuchen, dran zu arbeiten. Gerade eben das Verständnis untereinander, auch von den Spielern, die halt nicht da waren, merkt man halt schon, dass es nicht so eingespielt ist wie in den letzten Jahren. Das dauert halt auch seine Zeit und leider haben wir die nicht. Wir spielen am Mittwoch schon wieder in Flensburg und müssen versuchen, uns peu à peu zu steigern und dann werden wir auch wieder erfolgreich Handball spielen. Das war's. Danke, Steffen. Fragen an die Verantwortlichen hier vorne, von den Medienvertretern? Bitte das Mikro nicht der Fall, gut. Keine Frage weiter. Dann habe ich vielleicht nochmal die Resultate vom heutigen Sonntagnachmittag. THW Kiel gegen Lemgo 34-23 und der Bergische HC unterliegt dem VfL Gummersbach 25-34. Jetzt läuft momentan noch Minden gegen Göppingen. Soweit diese Pressekonferenz zum Spiel des SCM. Dann sage ich recht herzlich Dankeschön, wünsche den Leipzigern angenehme Heimreise. Bis zum nächsten Mal und uns dann hoffentlich einen erfolgreichen Auftritt am kommenden Mittwoch in Flensburg. Wir sehen uns wieder am kommenden Sonntag hier zur gleichen Stelle wieder gegen den TBV Lemgo. Danke ich recht herzlich. Wiedersehen.